So Leute, willkommen zu einer neuen Folge Die Mumie. Wir sind gerade stehen geblieben bei Anubis-Statue, die irgendwie lebendig geworden ist. Was ich irgendwie sehr creepy finde, weil davon wusste ich nichts. Das kam im Film so nicht vor. Aber okay, mal schauen, ob wir gleich wirklich gegen Anubis kämpfen oder nicht. Und Magi und unser der Magi und Jonathan, ne, sind das Buch holen. Was wir brauchen, um Imhotep wahrscheinlich wieder so verbannen in die Unterwelt. Sagen, los geht's. Bin gespannt. Here we go again. Was jetzt kommt. Ich rechne ja mit einem Bossfight. Ich höre Zombies. Okay, also erstmal. Oh, okay. Zombies, Alter. Schon wieder, Leute. Ich sag schon wieder Zombies. Ey, da ich bis zum letzten Part wahrscheinlich echt noch durchziehen, ne? Und das ja nicht mal aus Versehen gewollt. Ich bin einfach echt komplett, dämlich in dem Rahmen. Ich bin da einfach nicht belehrbar, glaube ich. Aber so gesehen, ne, muss man schon zugeben, man hat ja auch mehr mit Zombies zu tun in Videogames als jetzt mit Mumien, ne? Ich kenne, glaube ich, sonst nicht so viele Spiele, wo man jetzt gegen Mumien kämpft. Oder? Oder oben ist nicht, okay. Ich kenne, glaube ich, echt keine Games mit Mumien. Außer jetzt. Ja, okay. Die Mumie 2 kehrt zurück. Ja, okay, ne? Die Mumien in Games halt so, ne? Aber sonst. Warte, Moment mal. War hier noch irgendwas? Nee. Moment mal. War da noch irgendwas? Nee, okay. Das schon mal geklärt, die Frage. Macht. Leute, ich weiß nicht, wofür man das machen muss. Ich mach's aber eigentlich nicht so. Aber ich kann mal kurz probieren, ne, hier in der Folge zu gucken, was das jetzt am Ende bringt. Wahrscheinlich gar nichts. Oh lol, hier ist so der Schalter. Na oben. Ah, wahrscheinlich geht die Tür ja oben. Hinten auch. Nee. Die geht nicht auf. Ja, Leute, ich hab's gesehen. Hier war noch ein Button. Er ändert die Drehfläche. Aber das ist wahrscheinlich jetzt für die Tür. Jo, okay. Perfekt, Leute. Aber wenn ich sagen muss, ich hab das Rätsel jetzt gar nicht gescheckt, was daran so ein Rätsel war. Vor allem, was jetzt auch die Pfeile. Oh Gott, okay. Was jetzt die Pfeile da auf sich hat, ne? Null Check vorne. Komplett lost. Kurz erstmal speichern, ne? Ihr wisst ja, Safety first und so. Bis jetzt sieht's hier recht leicht aus, bin ich ehrlich. Und ganz ehrlich, das kann für mich auch gerne so bleiben, ne? Weil gegen normale Mumien, ne? Ja, nicht Zombies. Kämpfe ich lieber. Aber ja, es wäre echt kaum so Spiele mal in Ägypten so, ne? Klar, dieses Assassin's Creed Origin, was neu kam, aber habe ich bisher auch noch nicht gezockt, auch wenn ich es immer mal wollte. Weil ich halt die Setting ganz geil finde, mit alten Ägyptern. Das würde ich wahrscheinlich auch Mumien nicht so mega nice finden, ne? Dann wäre es auch nicht mehr zu einer meiner Lieblingsfilmereihe. So, ja, sogar die Lieblingsfilmereihe mit unter anderem. Oh, okay. Du warst ja auch schon, ne? Skarabäus. Ne, okay. Hier. Ausnahmsweise war es mal wieder nett gewesen zu mir, ne? Aber, ja, gab es da Mumien bei Assassin's Creed Origins? Das weiß ich nicht. Ich habe da nicht so viel reingeguckt. Ich weiß nur, dass die Gegend ganz nice aussieht, so. Und das war auch alles. Ach, stimmt ja, ich wollte ja. Scheiße. Ich wollte ja hier die Sachen ja probieren, jetzt einmal alles zu sammeln. Um zu gucken, was ich dann dafür bekomme am Ende. Ob es sich. Oh, fuck. Immer wieder passiert mir das Gleiche. Okay. Um so schauen, was ich am Ende dafür bekomme. Wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich irgendwas am Ende des Levels erst. Wenn ich überhaupt was dafür bekomme, ist die Frage. Ach, Arm juckt. Leute, wahrscheinlich die These ist immer so wahr, ne? Mir juckt immer der Körper, also nur wenn ich aufnehme. Da muss ja irgendein Nebeneffekt sein von Let's Plays. Oh mein Gott. Was bist du? Okay, ihr seid nicht so cool. Okay. Das Maschinengewehr wäre vielleicht schlauer gewesen, ne? Das Maschinengewehr auszupacken, ne? Aber ging ja auch jetzt so. Easy. Kommt auch noch einer raus. Oh, ja. Oh, guck mal. Vorhersagen kann ich gut, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Rick, geh zurück. Bleib da nicht stehen. Okay. Das war's, glaube ich. Auch. Okay. Wir nehmen die mal einfach hier mit jetzt, ne? Ausnahmsweise ist die Goldsucht wieder da bei mir. Dann geht davon aus, dass die Auto dabei bleiben werden, ne? Oh mein Gott! Was bist du für einer? Was glaube ich bei mir an der Decke oben, oder wie? Hast du die Spinne danach gemacht oder was? Ausnahmsweise will ich mal schauen, was ich dann nachher dafür bekomme.
Ja, okay, komm. Können wir einsammeln. Bevor ich es nachher hier liegen lasse. Moment, kann ich das überspringen da? Die Stacheln? Nee, kann ich nicht. Okay. Wäre ja auch so schön gewesen, ne? Oh mein Gott, da war noch rechtzeitig drüber. Gut. Ich hab mir schon, ganz ehrlich, tot gesehen. Ist der laut, Alter. Oh mein Gott, das war knapp. Aber das ist das Schöne, dass sie nur zwei Schüsse aushalten, ne? Oh mein Gott. Wechsel doch, Rick. Okay. Er wollte nicht wechseln. Okay, war der letzte wahrscheinlich. Die Musikmucke ist ein bisschen leiser geworden. Also hat sich geändert. Das ist ein Zeichen, das gefällt mir sehr. Aber wenn er so auf laute Mucke erst so stehe. Aber sie ist jetzt wie hier und übertönt mich gefühlt komplett in meinen Ohren. In meinen Schädel, wenn ich am Sprechen bin. Das war wieder ein bisschen nicht so geil. Aber was soll's, ne? Ist da was? Okay, nee, da ist nur eine schwarze Textur da hinten, ne? Links. So, kurz Fackel ausrüsten, ne? 6 von 8, das sind nicht mehr so viele. Wir bleiben mal gespannt, was am Ende uns erwartet auf diesem Weg. Ja, kurz speichern, ne? Kurz Auge jucken, ne? Ach. Ja, wir belasten sowas, ne? Okay, war wahrscheinlich ein Munition Shotgun. Stimmt, was ich eben sagen wollte. Wahrscheinlich tun wir uns jetzt hier durchgehend nur noch, ach komm, eben die Pistole, ne? Durchgehend nur noch gerade die Tor-Mumien vorsetzen, ne? Ja. Richtig, wie vorher gesagt. Oh, dann tipp ich mal. Oh mein Gott, mir ist auch einer. Dann gehe ich davon aus, dass die uns danach noch andere Gegner vor die Schnauze werfen. Oh lol. Schaut da genau innen drin, Alter, ey. Du bist nicht die Boy, Alter. Das ist auch der letzte von eurer Sorte. Da ist sehr schön. Drum ist noch Gold, Gold, Gold. Sehr viel Gold. Ich gehe davon aus, dass danach wieder die Wächter von Emotep kommen. Gehe ich sehr stark von aus, bin ehrlich. Wenn jetzt erst die Mumien kamen, jetzt dann die Tor-Typen. Die werden da bestimmt die Abwechslung reingebracht haben. Solange nicht die Geister kommen, die werden mal übelst behindert. Oder übelst kacke. Aber wir hoffen einfach das Beste, dass die jetzt nicht uns. Ja, guck mal. These guys don't quit, do they? Wie ich aber recht hatte damit. Aber, Moment. Oh, Rick, Renner. Da bin ich nämlich jetzt die Maschinengewehr. Die Maschinengewehr. Ich muss schon wieder dazu AK sagen. Lol. Okay, das ging ja schnell. Da waren wahrscheinlich nicht die einzigen von denen. Wächtern. Gehe ich sehr stark von aus, weil der Raum hier schon wieder so riesig ist. Weil sieht einfach nur riesig aus, weil die Draw Distance der PlayStation Version so niedrig gehalten ist wie sonst was. So niedrig wie beim Alkoholpegel. Also null. Ah ja, okay. Verstehe schon, ne? Na gut, die Mucke, wie immer, sehr schön, ne? Die Draw Distance fällt mir hier gerade sehr stark auf. Ich weiß gar nicht, warum die mir bisher nicht aufgefallen ist, dass sie hier so niedrig ist. Ist ja auch zum Beispiel bei dem Game Soul Reaver, falls es einer von euch kennt, ne, altes PS1-Spiel. Ich gehe mal davon aus, man kennt das schon so. Wahrscheinlich. Ah! Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lol, lol, lol. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, bin ehrlich. Also wie hier bei Soul Reaver zum Beispiel. Die PS1-Version hat noch mehr. Alter. Okay, zwei sind schon oben. Hervorgestochen aus dem Boden. Okay. Da hast du deine Ladung auch noch bekommen. Das ist deine Rissladung, Bro. Da ist auch die PS1-Version viel nebliger. Logischerweise so, ne? Genau wie auch bei Silent Hill zum Beispiel. Aber bei Soul Reaver gibt es ja auch noch die Dreamcast-Version, die ja dann wieder neue Texturen hatte und nicht so neblig war alles. Und hier zum Beispiel gibt es ja auch eine PC-Variante vorne von dem Mumia. Habe ich gesehen, ne? Okay, Waffe ausrüsten, ne? Habe ich gesehen, ne? Die auch viel bessere Texturen hat. Wenn das nicht nur eine Mod war, versteht sich. Oder ein Patch war, sonst was. Okay, Patch wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube nicht, dass ich dafür Patches rausgenommen habe. Warum renne ich eigentlich genau in seine Scheißklinge rein? Und wo ist die Musik? Kenne. Hier, wo ein Fehler begann vom Team. Okay, doch. Da ist ja ganz leise. Ach.
Dankeschön, ne? Die Tür habe ich eben schon gesehen, glaube ich. Bin mir sehr, sehr sicher. Ah, lol. Nee, gar nicht wahr. Das war hier nur ein Knopf hier. Hier gibt es ja gar keine Tür. Okay. Okay, ein unterirdischer Gang. Nee, doch nicht. Lol. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwie down gehen, ne? So in den Keller oder so. Oh mein Gott. Okay. Voll. Okay, ich muss ja weg. Ich muss ja weg. Ich brauche kurz meinen Freiraum. Ich komme nicht Sperrtyp mal. Okay, ich gehe davon aus, die werden mir alle Scheiß Gegentypen jetzt hier vorwerfen, ne? So wie es aussieht. Müssen wir mal hier wechseln, ne? Weil ganz ehrlich. Ich glaube die nicht Shotgun, die Maschinengewehr will ich euch noch behalten, ne? Für den Bosskampf. Also ich gehe mal davon aus, dass das Spiel einen Bosskampf hat, ne? Oh, okay, Moment. Feuer, da bist du, mein Freund. Lass mich dich mal mitnehmen, kurz. Nur eins fehlt uns. Wahrscheinlich sind wir dran vorbeigelaufen. Da gehe ich sehr stark von aus. Ah ja, ich gehe da wohl sehr stark aus, dass wir noch einen Bosskampf bekommen. Uff, okay, ich brauche noch. Oh mein Gott. Ja, Leute, genau deshalb, ne? Ich bin davon ausgegangen, dass... Ja, keine Ahnung. Ich war nur dämlich. Oh mein Gott, das ist ja richtig belastend gerade. Umdrehen. Einfach reinhalten, ne? Alter. Musst du abblocken, die Scheiße, mit deinem scheiß Schild? Als wenn so ein Schild eine Shotgun aushalten kann. Das letzte Mal, ja, ich kann ja nicht sagen unrealistisch, weil ich es nicht, einfach nicht besser weiß, wie es darauf wirkt. Im realen Leben, ne? Oh mein Gott. Umdrehen. Nein! Oh, Rick. Alter, Rick. Rick. Schlimm. So, Moment. Warte. Scheiß auf das, was ich gerade gesagt habe. Ich nehme doch das Maschinengewehr. Hierfür. Weil sonst tun wir mich ja gleich zu Hackfleisch verarbeiten, ne? Oder so schwarzer Käse, eher gesagt. Mein Gott, war das gerade. Okay. Okay, die brauchen gar nicht mal so viel Schüsse, sehe ich gerade. Der ist uns gekarabiert. Komm her, Bro. Ich kill dich. Wo bist du? Ich höre dich. Du bist ja auch schon an wie eine Maus, ne? Wahrscheinlich hier hinten, ne? Jo. Alter, oder ich lass mich auch noch treffen von dem scheiß Vieh. What the fuck? Aber ich wusste, wo es ist. Da ist Munition. Da hinten ist ein Pfeil. Der hat gerade wirklich schon an, so visiert. Hier oben ist noch ein Ding. Okay, nehmen wir erstmal den hier. Der sieht mir nicht so gefährlich aus. Oh, so eine Belohnung dafür. Ah, okay, da ist wirklich ein saferer Weg. Das erfreut mich. Oh, nee. Komm her. Jau, Alter. Bin ich verarscht jetzt? Oh mein Gott. Rick, renn doch schneller und nicht gegen scheiß Wände. Man bleibt nicht hängen, du Pisser, ey. Schlimm. Immer wieder diese Hängenbleibe anwenden, ey. Das war schon so ein geblieben wie ich, ey. Oh, das letzte, Leute. Ist, mal schauen, was ich bekomme. Lol. Ich bekomme wirklich dadurch ein Leben, kann das sein? Wo hatte ich vorher schon drei Leben? Ich hab keine Ahnung, ey. Kein Plan. Hätte ich vorher mal drauf achten sollen. Aber hab ich noch leider nicht. Okay, muss auf jeden Fall safer spielen. Und draufhalten auf jeden Fall. Ich dachte gerade, der kommt gerade um die Ecke, ey. Oder das sah so aus, aber nee, der fällt nur um die Ecke. Hier ist da gerade nichts drin. War immer wieder logisch. Dass ich mir hier nichts einfach so schenke an geilen Loot. Okay, hier ist nichts. Da unten wahrscheinlich wartet mein Tod auf mich. Oder nur Gold. Und? Skarabäen? Sonst was? Irgendwas? Nee, gar nichts. Okay. Auf jeden Fall. Wie kann ich eigentlich eben gerade. Oh, lol. Ich hab falsch gedrückt. Ich kann mir eigentlich eben auf das Thema mit Broad Distance. Stimmt, weil das hier so dunkel ist alles. Stimmt. Weil ich mir letztes Mal die PC-Version mal angeschaut habe von dem Spiel hier. Und die schon echt besser aussieht, so, ne? Von Texturen. Und da unten,
der Schlüssel da. Nein! Warum? Warum, Geister? Okay, die sind verbuggt. Sehr schön, ne? Warum nicht dieser Anubis-Krieger, was das war, mit dem großen Stab, mit dem flammenden blauen Inferno drauf? Das wäre mir lieber gewesen. Okay, ich speichere kurz mal. Ich brauche hier echt, ich werde hier echt so ein Speicher-Junkie, ne? Wo seid ihr, Bros? Das war nicht alles. Safe nicht. So safe nicht. Die verbummeln gerade nur. Oh mein Gott. Die verbummeln wahrscheinlich gerade nur in Sicherheit wegen. Damit ich so dumm rumlaufe, ohne drauf zu achten. Okay, die Tür kann man auch machen einfach. Jetzt kommt sie wahrscheinlich, ne? Okay, Leute, ich dachte, ich ziehe es voll cool vor. Aber, nee. Aber Moment mal. Okay, dann ist hier der Weg. Lol. Aber nicht. Oh. Okay. Lol. Spawn Camper vom Herrn hier. Was? Lol. Okay. Das ist eigentlich ganz gut so, glaube ich. Diese Dinger hier gegen die Geister. Klar, ich habe letztes Mal nicht getroffen einfach. Okay, gut, da waren die letzten, ne? Da war der letzte, eher gesagt. War schon gar nicht so schlecht gerade. Ja, ein bisschen spawncamperig, fragwürdig. Aber ich bin darauf stolz, in dem Sinne, diesmal, hier in dem Game. Lol. Ist die Mucke einfach so gemacht, dass das so eine Geisterheulen kommt? Wahrscheinlich schon, ne? Ich gehe grüß mal lieber die Dinger aus, weil ich gehe davon aus jetzt, dass die alle tot sind, weil wir den goldenen Knopf bekommen haben. Den Schalter bekommen haben. Die goldene Plättchen. Sonst was. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Goldener Button, goldener Knopf. Wie gesagt, eigentlich geht davon aus, dass wir tot sind, weil wir jetzt den letzten da bekommen haben. Den vorletzten. Und so sieht es wohl auch so aus. Ich glaube, die haben damit gerechnet, dass ich hier mehr rumlaufe mit den Viechern. Weil das schon eine große Ebene hier ist. Irgendwie. Ja, wahrscheinlich haben die wirklich nicht damit gerechnet, da waren die immer das Ballcamp da. Die einfach alle niederwalzt. Okay, das ist echt ein großes Areal gewesen, ne? Moment, diese Geräusche, ne? Von der Hintergrundmelodie, ne? Ist. Ja, Alter, mach mir keine Angst. Mach keine Sorgen, dass wir doch noch Geister rumfliegen. Ich muss schon laufen sagen, aber Geister laufen ja nicht so oft, glaube ich. Okay, der Beat hat sich geändert. Der Beat. Und ich kriege gerade sehr viel Munition hier. LOL! Sie rennen nicht wirklich die Sport, ne? Leute. Wer wäre ich, hätte ich nicht gespeichert, ne? Währenddessen, ne? Nee, Moment, das lasse ich mit mir nicht durchgehen, Spiel. Das ist jetzt nicht meine Munition hier einfach, die spawnen. Die will ich schon ganz gerne mitnehmen. Denn, ich glaube, die werde ich auch brauchen, ne? Wir nehmen mal die Shotgun, ne? Wir hoffen mal einfach, dass es keine Geister kommen einfach. Das wäre minimal belastend. Okay, großer Raum. Emotion. Baldy! Rute said! Rute said this. Oh yeah, that went well. I'm in some serious trouble. Okay, Leute, doch eine lebende Anubis-Statue, die wir bekämpfen müssen. Damit habe ich ja fast schon gerechnet, aber eigentlich schon früher, ohne hier. Und eigentlich dachte ich gerade, nicht, Skarabin auch noch. Warum ist der umgefallen? Mache ich den Schaden so überhaupt? Oh mein Gott, wir sind nicht treffen lassen, oder? Ich will nicht wissen, wie viel Schaden der macht. Alter. Okay, wie ist der gerade umgefallen, frage ich mich. Scheiße.
Scheiße, 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 Rick. Ich bin tot einfach. LOL. Hä? War ich One-Hit? Ja gut, einen lebenden Anubis-Statue bekämpfen. Easy. Mach ich auch täglich mal so nebenbei. Okay. Wir müssen wahrscheinlich jetzt herausfinden, wie wir ihn killen. Ich hoffe mal, dass einfach mit Damage so. Und dann nehme ich jetzt einfach die Dynamitstange. Speier hier. Damit wir das ja nicht alles als einsammeln müssen, durchgehen wieder. Wir springen die Katzina. Oh mein Gott. Rick, rüstet die bitte aus. Okay, einfach wieder die ausgerüstet. Okay, jetzt. Wir hoffen mal einfach, dass das klappt, die Idee. Oder wenn ich mich nicht damit selbst kille, versteht sich. Der wirft sich öfters hin. Heißt, wir müssen ihn wahrscheinlich so killen. Oder wir müssen seine Skarabäen da killen, weil das vielleicht seine Lebensanzeigen. Sei es Lebensleiste ist, nicht Lebensanzeichen sind. Braaah, so ist mir. Okay, wahrscheinlich müssen wir die Skarabäen killen. Gehe ich von aus. Weil wir machen ja so offensichtlich nicht so viel Schaden. Weil offensichtlich juckt es ihn ja so gar nicht, wenn wir auf ihn schießen oder was gegenwerfen. Hey, not bad. Ja, Rick, not bad, ey. Geiler Sturzflug. Okay, lol, Leute. Das ging echt schneller, als ich dachte jetzt. Krass. Damit habe ich ohne Scheiß nicht gerechnet. So gar nicht, ja? So überhaupt nicht. So, wir spannen mal hier drauf. Krass. Ich dachte, ohne Scheiß erst, das kommt der Bosskampf gegen Imhotep schon, ne? Aber nee. Na gut, der war es auch nicht so schwer jetzt, ne? Der Anubis-Krieger. Temple of Priest. Okay, der wird sich schon mal hier versprechen an, ne? Irgendwie nach Ende. Ja, okay. Ganz sicher sogar. Looks like this place is ready to blow. Krass, okay. Bin mir so sehr sicher, dass hier das Ende ist. Aber nicht das Ende, aber in die Richtung geht, weil das Schwert ist ja das, was er ja am Ende ja benutzt hat gegen Imhotep. Wo Evelyn befreien wollte. Oder hat. Okay, hier fallen Steinbrocken runter, da ist beunruhigend. Ich hoffe mal, die können mich nicht töten. Aber was sage ich hier? Ich bin ja irgendwo in Ägypten, in irgendeinem Grab. Ich glaube, hier wird mich alles töten. Ne? So. Den Eindruck bekommen hier langsam so. Langsam und sicher. Oh mein Gott. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist das Schwert irgendwie special? Das hart viel Schaden macht? Alter, okay, die haben ja mit. Oh Gott, die nehmen ja hier so dritt gerade, ey. Okay, Leute, der Nahkampf ist einfach für mich komplett keine Option. Okay, gut, ich dachte schon, die hätten mir jetzt die Waffe weggenommen. Weil das Schwert auf einmal das Schwert neu kam. Ah, nee. Glück gehabt. Das wäre jetzt auch echt scheiße gewesen, weil solche Szenen hasse ich immer im Videospielen, wenn die sagen: Ja, nee, du darfst die Waffen nicht mehr benutzen, die du alle hast. Wir nehmen sie entweder alle weg oder wir geben dir eine andere, mit der du spielen musst. Finde ich immer recht shitty. So. Und das gibt es ja leider in vielen Spielen. Dieses Element, dieses Spielelement. Oh mein Gott. Okay, Moment. Halt, da Maschinengewehr. Alter, wie viele sind das denn, ey? Oh mein Gott. Eine richtige Plage hier gerade. Okay, Leute, ich merke schon, ne? Sie wollen mich hier munitionsleer machen, ne? Damit ich gezwungen bin, das zu nutzen, ne? Das Schwert. Aber nee. Oh lol. Okay, da war's auch schon, ne? Ja, Leute, ich hab mich mal wieder vertan. Eventuell auch nicht. Auf jeden Fall eine andere Waffe mal nutzen. Denn wir bekommen echt wenig Maschinengewehr-Magazine. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Okay. Wir bekommen dort doch noch Munition. Sehr, sehr gut. Okay, ja. So. Speichern. Wir bleiben gespannt, Leute. Blauer Raum. Also, ich muss zugeben, so diese Lichttexturen hier.
Weil das nur safe nur eine Textur und keine Lichtdings so richtig. Wie man es heute schon kennt. Finde ich so ganz schön hier. Warum bewegen die sich? Wollen die mir damit sagen, gleich kommt Jump Run oder was? Im Form wollen wir, ja, wir haben Platten, die sich bewegen, ja. Du musst darüber laufen, ne? Och nee, oder? Das wollen die jetzt nicht wirklich von mir verlangen, oder? Ja doch, das wollen die von mir. Oh mein Gott, Leute. Das wird. Jetzt. Ich stehe auf Feuer. Okay, auf einmal ist Rick auch Feuerresistenz. Komplett einfach. Interessant, was sich alles so entwickeln kann, wenn man so in Gräbern rumläuft. Ist das ja eigentlich ein Grab überhaupt? Ist das nicht ein Tempel? Okay, Leute, ich bin ja doch falsch. Was mache ich falsch? Wir müssen doch nicht. Oh, ich sehe es schon. Okay. Okay, das kann ja nicht so schwer sein. Davon gibt es ja nur. Okay, Speicherkurs, weil ich sehe jetzt schon gleich, stelle ich wahrscheinlich, weil irgendeine Säure hier gleich rauskommt. Aber wenn das jetzt so leicht ist, komm. Okay, es ist so leicht. Aber ich muss mich mal nicht beschweren, denn das kommt mir ganz gelegen so. Okay, hier ist der Weg. Oh, Munition habe ich doch direkt gesehen, ja, in meinen Augen. Das Funkeln von den Gewehrmunitionen. Dreh ich bitte, danke schon. Ich bin mal gespannt, ey, wie das endlich ausgeht. Ja klar, geht's wahrscheinlich gut aus. Das sieht nach tot aus, bin ich ehrlich. Weil die Säule da, da ist ein Riss. Und die rechts ist schon weg. Okay, nee, die geht einfach nur broke. Okay, vielleicht nicht so langsam hier rumheiern. Oh, lag da was? Nee. Da ist nur ein Stein. Okay. Da ist Lehmer. Da ist noch mehr Lehmer. Das heißt, die wollen mich tot sehen hier. Okay, die normalen Vector von Ingotep, die sind nicht so schwer. Kann ich auch einfach X spammen. Hoffentlich. Das müsste ja eigentlich reichen für die. Die sahen ja jetzt nicht so krass viel aus. Auch wenn normaler Mumien schon sehr viel von meinen Pistolen aushalten irgendwie. Muss ja zugeben. Und wir versuchen mal nicht getroffen zu werden. Ne? Ja, wenn man es da schon sagt, ist das na klar der Fall. Das ist doch immer so, ne? Sobald man es sagt, ne? Passiert es einfach direkt. Da wird sich auch nicht ändern im Leben. Das ist genau so ist. So, kommt mal alle her, ey. Ich hab genügend Munition für euch alle. Fuck, okay, wir müssen das Leben einsammeln. Ganz schnell aber. Ganz, ganz schnell. Umdrehen. Schieberballer schießen, ne? Das ist ja eigentlich echt nur im Prinzip laufen und schießen gerade. Was ganz easy ist. Bin ich auch sehr froh, dass sie mir nicht andere Viecher vorschicken, ne? Okay, Pistole gleich leer. Ist also nicht so schlimm sein, ne? Wir haben noch Shotgun genügend. Und schicken wir Munition, die da hinten sogar noch lag. Okay, jetzt wollen sie aber, dass ich richtig baller hier. Oh, die ist ja leer, die Pistole. Scheiße. Wir nehmen mal. Fuck. Ich war schon drauf, ne? Maschinengewehr. Alter, 800 Schuss. Wo hab ich die denn her, alle? Aber gut, ich glaube, aus dem Magazin für Maschinengewehr gibt es auch 200 Munitions. Punkte, wollte ich schon sagen. Munition, Patrone. Patrone heißt, ist das Wort der Patron, was ich hier gesucht habe. So. Noch mehr? Ja, noch mehr. Ich muss hier irgendwas aktivieren, ne? Jetzt wurde ich komplett. Lost, ne? Ne, okay. Wahrscheinlich echt nur so ein Arena-Kampf hier, den mir Imochef hier vorwerfen will. Aber ne, hat er mit mir falsch gerechnet. So leicht ist Rick nicht zu töten, so leicht. Ausnahmsweise, wenn ich mal einen guten Tag habe beim Zocken. Okay. So langsam. Ah! Ist Ende. Wie gesagt, ne? Sobald man das anspricht, kommt der Fall direkt so, ne? Das ist immer so krass, ne? Wie soll das Zufall immer halt passieren einfach? Zufall auf Zufall. Okay, jetzt die Frage, wo ist der Schalter, Knopf dafür, den ich aktivieren muss? Habe ich bisher noch nicht gesehen. Hier oben vielleicht? Oder ist das einfach nur Fassade? Verzierung, meine ich. Leute? Ach lol! Boah, bin ich eine Blindschleiche heute wieder. Nicht anspringen. Auch nicht schlagen, Rick. Okay, danke schon. Ich dachte schon, da wäre es verpackt, ey. Da wäre es richtig abpackt gewesen, ne? Muss ich immer so sagen, ne? Aber bisher haben wir jetzt keine Bugs so, keine Bugs so gehabt. Da wäre ich ganz froh drüber. Und ich sehe gerade, wir haben schon wieder eine halbe Stunde aufgenommen. Alltag inzwischen, würde ich sagen, ne? Aber ich mache mal hier Pause.
Und in diesem Part, geht's weiter, Leute. Danke fürs Einschalten. Kommentiert, like, sonst was. Da wäre ich euch sehr verbunden. Danke fürs Einschalten und ciao, ciao.